In diesem Video möchte ich dir detailliert aufzeigen, wie du auf DAOmaker, das ist ein Launchpad auf der Ethereum Blockchain, an zukünftigen Projekten oder SHOs, wie die hier genannt werden, teilnehmen kannst. Und diese Projekte sind qualitativ wirklich hochwertig. Wenn du dir hier mal Zeta Network anguckst, das ist auch ein Projekt, das ich meinen Patreons wärmstens empfohlen habe und das bevor es irgendwo angekündigt wurde. Wenn du bei solchen hochwertigen Projekten auch immer mit am Start sein möchtest, dann würde ich dir empfehlen, mein Patreon zu werden, denn dann bekommst du in einem Wochenbericht sämtliche kommenden Token-Starts, bevorstehende Ereignisse, die du im Auge behalten solltest, Tipps und Tricks und Einsicht in mein eigenes Portfolio mit wöchentlicher Aktualisierung. Wenn wir uns die Projekte mal angucken, die bereits released wurden, dann haben wir solche Brecher wie mein Neighbor Alice mit 318 Mal All-Time High mit am Start, Seascape mit 61 Mal oder OpenPredict und Orion Protocol 280 Mal. Das ist wirklich krass. Ihr seht, ihr könnt hier auf dieser Plattform harte Gewinne erzielen, wenn ihr die richtigen Projekte wählt. Und dafür ist dann mein YouTube-Kanal gedacht und mein Wochenbericht. Wie meldet ihr euch auf dieser Plattform an? Ihr müsst euch zuallererst registrieren. Hier wird dann ein Register-Button stehen, kannst du nicht verfehlen. Einfach registrieren, die Registration durchführen und dann wirst du nach einem KYC gefragt. Das ist wichtig für all die Projekte, die dann starten werden. Denn nicht jedes Land kann an jedem Projekt teilnehmen. Wir aus Europa können das zum Glück meistens, von daher einfach deinen Personalausweis da durchgeben und dein Gesicht einscannen, so wie du es aus Binance erkennst. Und wenn du nicht automatisch nach einem KYC gefragt wirst, dann kannst du hier über Account gehen, KYC anklicken, dann kannst du das durchführen. Und das erste, was du dann hinterlegen musst, sind nämlich in deinem Portfolio die USDC. Denn das nennt sich eine Vorfinanzierung. Und ohne dieses Pre-Founding Deposit kannst du dich bei Projekten nicht registrieren. Und das ist ein sehr interessanter Clou, wie ich finde, auf DAOmaker, der mir auf Anhieb gefallen hat. Denn nichts ist nerviger, als vor dem PC sitzen zu müssen. Und falls man gezogen wird, muss man dann händisch den Kauf tätigen. Und das ist immer ein bisschen blöd, wenn man eben auf Arbeit muss oder sich um diverse Dinge kümmern muss. Und das haben die hier sehr fein gelöst, weshalb du hier zum Beispiel 500 bis maximal 2500 USDC hinterlegen kannst. Und die werden dann, falls du gezogen wirst, also falls du einer der glücklichen Gewinner bist, werden diese dann automatisch von diesem Konto abgezogen. Mega cool, oder? Und da kannst du hier einfach auf Add Funds gehen, kannst sagen, wie viele USDC du hinterlegen möchtest, Confirm und fertig. Und die kannst du dann hier bei Withdraw Funds einfach wieder rausholen. Wenn du dann dir ein Projekt mal anschaust, wir nehmen jetzt einfach mal Zeta Network als Beispiel, dann siehst du hier eine Personal Allocation von 2500 USDC. Das heißt, du musst 2500 USDC oben hinterlegt haben. Das ist natürlich eine Hausnummer für die meisten, aber wenn dieses Projekt, also wenn du nicht einer der glücklichen Gewinner bist, und ja, das ist ein Gewinnsystem, eine garantierte Allocation gibt es hier leider nicht, weshalb du dann auf diverse Tierlists dich stützen musst, auf die komme ich dann noch detailliert, und hier wirst du dann die 2500 USDC bekommst du dann abgezogen in deinem Portfolio, und falls du nicht gezogen wirst, dann bleiben die 2500 dort einfach und die kannst du dann fürs nächste Projekt einsetzen. Was noch wichtig ist, sind hier die Vaults. Wenn du hier dann draufklickst, kannst du nämlich DAO staken und DAO Power hinzufügen. Und das ist auch ganz wichtig. Vielleicht mache ich dir einfach mal ein anderes Beispiel. Wir klicken mal hier auf Research und Participate und hier kannst du dir das komplett sämtliche Daten zu diesem Projekt angucken und das solltest du immer tun, bevor du an irgendetwas teilnimmst. Denn nicht jedes Projekt macht ja schließlich die 100, 300 Mal. Da solltest du dein Geld
auch klug investieren und in nur die Projekte stecken, die es sich auch lohnen. Wenn ich hier jetzt auf Participate klicke, dann wirst du sehen, aha, eingeloggt ist er, Connect mit dem Wallet ist er auch und das, die Identität hat er auch verifiziert. Aber was fehlt? Okay, die 2500 USDC, die sind noch nicht hinterlegt, die DAOs sind noch nicht gestaked, die DAO Power ist auch noch nicht da. Aha, dann müssen wir nämlich auf dieses DAO Vault und hier kannst du die DAO dann staken oder DAO Liquidity Staking machen. Der große Unterschied zwischen diesen beiden ist, bei DAO Staking kannst du dann oder musst du mindestens 500, ich kann dir das mal hier zeigen. Ich habe mir das vor einer Zeit lang mal hier herausgenommen. Ich sage dazu mal Tier, okay? Wir sind es schon gewohnt, auf diesem Kanal mit Tier zu sprechen, statt mit Tranche. Im Tier 1 hast du dann zwischen 500 und 999 DAO, die du dann staken kannst und bekommst pro DAO, also ein DAO ist auch gleich ein DAO Power. Okay? Das ist ganz wichtig. Und hier führt sich dann die Liste fort bis zu 10.000 plus. Wenn wir also hier wieder zurückwechseln, wie vorhin erwähnt, ein DAO ist gleich ein DAO Power. Das heißt, du musst 500 DAO hinterlegt haben. Da klickst du einfach hier drauf, dann Select und dann einfach hier Stake. Gibst deine DAO ein, die du hinterlegen möchtest, Confirm und fertig. Der große Clou hierbei ist, wenn du DAO nimmst, Ethereum nimmst und Uni Token nimmst, also von Uniswap die Token, und daraus ein LP Token machst. Das zeige ich dann in einem anderen Video, wie das geht. Das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich möchte mich da hier eher auf DAO Staking konzentrieren. Wenn du diese drei als LP-Token anlegst, dann zählt das dreimal mehr. Das heißt, du musst weniger DAO-Token besitzen, um dann daran teilnehmen zu können. Dafür brauchst du aber Ethereum und Uni. Falls du welche besitzt, kannst du dann auch damit arbeiten. Dann brauchst du nicht so viele DAO dir anzuschaffen. Okay, du bekommst aber auch ein APY von 0,40% und die wirst du dann hier bei Yield Earn kannst du dann claimen. Okay, worüber wir noch sprechen müssen, was auch ganz wichtig ist, ist die jeweilige Zuteilung der Tiers. Denn wie vorhin schon erwähnt, musst du Glück haben, umgezogen zu werden. Und dafür habe ich dir auch direkt ein Bild hier herausgesucht. Und zwar ist das so, wir machen mal jetzt als Beispiel, oder wir brauchen kein Beispiel zu machen. Ja, du wirst es auch so verstehen. Hier im Tier 1 zum Beispiel. Zum Beispiel sagt er trotzdem, okay, 500 bis 999 Dauerpower, wenn du die hinterlegt hast. Und 1400 Leute sind in diesem Tier, ist eine 3,7%ige Chance gegeben. Also 52 Leute von diesen 1400 Peoples, ja, können gewinnen. Das ist natürlich eine sehr geringe Chance, aber eine Chance. Und falls du gezogen wirst bei solchen Projekten, dann hast du natürlich richtig Glück und kannst von Anfang an mit dabei sein. Wobei ich aber dann sage, natürlich ist es nur eine Zahl, die irgendwo herausgenommen wurde. Es können natürlich auch viel, viel mehr Leute, was es auch ist, es sind auch mehr Leute, die DAO-Maker-Token besitzen und vor allem auch diese Anzahl besitzen. Von daher wird das hier immer und immer schwieriger. Im Tier 2 ist es eine 7,5%ige Chance, beim Tier 3 15 und hier haben wir 30 und ab dem Tier 5 hast du eine 60%ige Chance. Das heißt, je mehr DAO du besitzt und je mehr DAO Power du quasi zur Verfügung stellst, je höher ist deine Chance. Also gucken wir uns doch mal den Preis vom DAO Token an. Und zwar ist er gerade bei $8,55. Und du siehst, je nachdem, was für Projekte auch am Start sind,
schwankt der Preis deutlich. Die Leute kaufen ein, verkaufen dann aber auch wieder, wenn nichts Interessantes kommt, was die da haben wollen. Und kaufen dann auch wieder ein und verkaufen und kaufen wieder ein und so weiter und so fort. Und ich vermute dann hier sehr stark, dass es sich so fortführen wird und er eventuell noch einmal auf diese 6 Dollar zurückkommt. Denn das wäre dann mein persönliches Kaufsignal, wo ich sage, hey, das lohnt sich bei 6 Dollar, sich mal vielleicht 500 oder 1000 DAO-Token an den Nagel zu reißen. So würde ich das jetzt machen und habe ich auch vor, denn ich finde natürlich, also Glücksspiel an sich finde ich jetzt nicht so geil, mit Glück gezogen zu werden, aber gut, warum nicht? Ich sammle Launchpads und je mehr man davon hat, desto besser ist die ganze Sache. Und wenn du an solchen Brechern teilnehmen kannst, die einfach mal ein 300 Mal machen, dann hast du deinen Einsatz ja irgendwo schon mal ganz schnell wieder drin. Ich bin an dieser Stelle kein Finanzberater. Bitte macht eure eigenen Hausaufgaben. Ich möchte euch hier mit einfach nur sagen, was ich persönlich machen werde. Natürlich kann der noch tiefer sinken, eventuell noch tiefer einbrechen. Und dann ist natürlich bei den meisten die Aufregung groß. Hätte ich doch nur gewartet. Aber man weiß es natürlich nie und ich finde, ich persönlich werde mit meinen Launchpad-Token nicht ständig kaufen, also diese Token an sich nicht kaufen, verkaufen und sowas, sondern ich werde diese horten und lieben, denn man weiß nie, was kommt und am Ende kaufst du vielleicht teurer ein, falls ein Projekt kommt, das dich besonders interessiert. Wo kannst du denn die DAO-Token kaufen? Diese kannst du auf Uniswap kaufen. Oder KuCoin. Sollte jedem ein Begriff sein, Uniswap, ganz easy mit Ethereum einfach durchtauschen und dann hast du die und kannst die hier hinterlegen. Okay, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas verpasst habe. Die Menge an DAO-Power, die für den Verkauf dann zugeteilt wird, wird gesperrt, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen. Bevor die Gewinner des Verkaufs bekannt gegeben werden. Wenn du also 500 DAO-Power zugeteilt hast und zufällig ein Gewinner bist, wird die DAO-Power in gleicher Höhe abgezogen und erst nach 15 Tagen wiederhergestellt. Wenn du die SHO-Zuteilung nicht gewonnen hast, dann bekommst du die DAO-Power am Ende des Events einfach zurückgegeben und du kannst sie für das nächste SHO verwenden. Die genaue Menge an DAO-Power kannst du dann während des Registrierungsprozesses auch noch zuteilen. Das ist so ganz gut noch zu wissen für dich. Okay, ja, im Großen und Ganzen alles eine Lotterie, in der du Glück haben musst. Aber wenn du das nötige Kleingeld hast, um sich diese Token leisten zu können, dann kannst du dich auf ganz viele tolle Projekte freuen. Worauf ich mich freue, ist Stellar Network, Horde, Crypto Prophecies und Crony. Maki Swap könnte auch richtig groß werden. Von daher, diese solltet ihr mal im Auge behalten. Hier mal quasi ein Tipp am Rande an euch. Die solltet ihr mal euch unter die Lupe nehmen. Die finde ich persönlich sehr interessant. Und von Smoothie reden auch einige. Mochi könnte auch interessant werden. Ja, also guckt euch das auf jeden Fall mal an und an dieser Stelle wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und Glück, falls ihr richtig günstig reinkommt in den DAO-Maker mit den DAO-Token, dann könnt ihr da richtig gut abstauben. Okay Leute, macht was aus diesen Informationen, wir sehen uns im nächsten Video, ciao!